So, wir kommen jetzt zurück zum Schamanen in Hearthstone Arena mit dem Mahu. Unsere erste Karte ist der Schwertschmied, weil er super mit den Toten fungiert. Genauso wie der Terrorwolf. Und die Ausbilderin, weil Laberruf mag ich nicht. Das Elfheld-Inventar mit den 4 HP sehr stark, natürlich das Flammenzungen-Totem. Ein zweites schadet nicht, ein drittes schon. Der ist auch sehr schön. Der genauso. Das sind sehr starke Removal. Wildgeister sind Premium. Zwerg ist Premium. Drache ist Premium. Ein Us, ein Kampfrausch, ein Gabelschlag kann man mitnehmen. Eine Heilertussi. Ein Erdschlag habe ich immer dabei. Ein Hex. Man kann nie genug Hex haben. In dem Moment werde ich den Akolyt nehmen, weil wir schon zwei Flammenzungen-Totems haben. Noch eine Schallochrund dazu. Jetzt können wir den Kampfrausch reinpacken. Legendär! Okay. So, legendär, was nehmen wir? Maligos ist mit Schamankarten akzeptabel. Aber. Nee. Pegel ist Kacke inzwischen, dann hätte ich lieber Manaflu-Totem. Also werden wir den schwarzen Ritter nehmen. Auch wenn Maligos interessant wäre, aber wir haben ja keine Zauber, die wirklich mit Maligos fungieren. Noch ein Hex. Den noch. Dann noch ein Gabelbeschlag. Ein Kriegsfürst, sehr schön mit Schamikarten. Ein paar große Viecher. So, den noch. Den noch. Ah, ich hatte schon Angst gehabt, du kommst nicht mehr. In dem Moment werde ich noch einen Erdschock mitnehmen. Und ein Gewitter stürmen. Weil wir auch eh dem Sprung. Ist solide. Es gibt immer Karten, die ich gerne mehr gehabt hätte. Mal schauen, wie es ausgeht. Wir haben immerhin keinen Blitzschlag und einen Feuerelement da wenigstens. Zwei Hexes aber und einen Gabelblitzschlag und einen AOE-Blitzschlag. Sogar zwei, wie ich auch hier sehe. Okay. Thrall gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Eure Zeit ist gekommen. Okay, du nochmal weg. Andere beiden Karten sind schon perfekt in der Hand. Hat er keins? Dann haben wir was für dich. Drache. Das wird nix, Kumpel. Ich frage mich, ob. Ja, Lars, aber nur mit einer Priesterkarte, die AOE Silence macht, weil du kannst eine unverschuldete Karte einfach nicht targeten. Ja, schon keine Axt, das fehlt ein bisschen. Doch. Was soll ich nur Ich habe nur Frostbolz in der Hand. da ist raus. Geisterwölfe.
Was soll ich nur tun? Okay. Opfer ich einen Wolf? Ja. Oh. Und dann? Verwascht mal an einem Browser. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Was tust du? Oh. Okay. Flamestrike braucht noch eine Runde. Egal. Zwei HP. Kein gerichteten Zauber, das heißt, Blizzard wird uns aufhalten. Was soll ich nur tun? Aufgepasst! BB. Ja. Mit mir. Oh. Okay. Diese Runde geht auf. Da haben wir doch mal eine perfekte Startbahn gehabt. Warum kann das nicht im Late Game kommen, so bei 7, 8, 9 Siegen und nicht bei 1? Thrall gegen Valera. Seid auf dem Hut. Eure Zeit ist gekommen. Okay, gegen einen Schurken haben wir trotzdem 203. Das Fall 2 wäre noch schön. Und das Fall 3. Shami Hero Power kann man sich ja nicht leisten. Bei einer Pala Hero Power das ist auch kein Zweier zu haben. Poison. Bis gleich. Oh Mann, dass ich das mache, aber das gibt mir jetzt voll Position. Und noch ein. Okay.
Schnappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr. Hab ich auch, hab ich auch. Mir zur Seite. Schließt euch uns an. Bereit, mein Herr. Okay. Der schon mal geschürztippt wird. Jo, was macht ihr jetzt? Was glaubst du so? Was für einen Sinn hat jetzt diese Aktion gehabt? Jetzt haben wir hier einen 7-7er stehen. Wenn er keinen Attentat hat, haben wir eine gute Position. Mit Attentat ist es ein bisschen schlechter. Aber hat das Feuer immer noch eine gute Karte, ihn zu töten. Yep, Feuerele macht es. Hallo, The Fox. Ich spiele am liebsten Warlock und Druide. Perfekter Top-Deck. Oh, verdammt. Sicherer Sieg, sichere Niederlage. Also in Top-Deck-Modus Sprinten zu ziehen, ist quasi die I-Win-Karte. Bei einem leeren Feld. Da habe ich meinen mühsamen Vorteil, Kartenvorteil rausgearbeitet. Und jetzt eben eine Karte. Und gewinnt. Bzw. jetzt noch nicht, aber
ist sehr viel näher dran. Damit kann ich dann leben. Mit der Hand aber nicht. Die hätte ich vorhin gebraucht. Ich hatte nur eine Karte weniger auf der Hand angeblich, aber tatsächlich habe ich gar keine Karte auf der Hand, weil die mir überhaupt nichts bringen jetzt für die Situation. Leroy hat er. Ich habe meinen Terrorwolf gezogen. Will er mich verarschen? Oh, ich habe eine Frage gestellt. Ja, Antwort. Wo bist du? 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 Du bist offline gegangen. Verdammt, ich will dir noch antworten. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Ahoi! Okay. Den töten können wir im Zwerg, korrekt? Korrekt. Verdammt, ich hab nicht dran gedacht. Hat trotzdem gewonnen. Yay. Das ist auch schön, direkt das Kompliment von ich 0-0. Vielen Dank dafür. Und ich mache einen großen Fehler. Wie macht man am besten Gold in Hearthstone? Ich hab ja Quest und Arena gut spielen, dass du mehr Gold kriegst als verlierst. Ich verliere jetzt, ich hab jetzt schon 400 Gold verloren oder so. Was heute nicht schon lief. Thrall gegen Uta.
Ute. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Zeit ist gekommen. Euch beide schicke ich dann mal weg und hoffe, dass wir genau sowas kriegen. Stachel raus! Okay. Oh, wir können noch neu. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, was er spielt. Ich habe Warcraft 3 gespielt, ja. So, was hat er jetzt? Reihe? Weihe für ein? Ich frage mich, ob. Lasst mich nachdenken. Warcraft, ja, ist schon ein bisschen schade, dass niemand wirklich da ist. Hallo Lizardman. Melde mich zum Dienst. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Perfekt. War ein bisschen problematisch für ihn. Durch die 5 HP ist jetzt nicht so einfach zu töten. Jetzt schon. Okay, ich werde jetzt im Moment Felsbeißer benutzen, um meinen Totem zu beschützen. Auch wenn das eigentlich ziemlich Verschwendung ist. Lasst mich nachdenken. Der Stream geht noch ein bisschen länger, hi und hi Matze. Und auch an anderen neuen. Was machst du denn hier, Paladin? Überleg dich danach. Hau rein und dann spiel Minion. Zum Dienst.
Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Jo. Erzittert! Dann machen wir so weiter. Ne, ich habe länger kein Smite mehr gespielt. Hat sich nie so angeboten. War eine gute Weihe für ihn. Sind wir wieder an dem Punkt, wo wir nichts mehr spielen können. Haben wir durch den Wittersturm noch die Chance, einmal das Board zu clearen. Und durch Hex können wir ein großes Minion wegmachen, zum Beispiel Tyrion. Unseren legendären Ritter haben wir noch nicht gezogen. Wäre jetzt ideal. Das war natürlich wieder Premium. Das ist ein großer Fehler. Melde mich zum Dienst. Und Totem raus. Und Wolf dazwischen. Nicht so gierig sein, Kumpel. Oh, da ist noch eine Weihe. Dann hätte ich jetzt ein ziemlich dickes Problem. Wäre so schön gewesen, den schwarzen Ritter drauf zu hetzen. Hätte ich meinen Hex behalten können gegen Tyrion. Lasst mich nachdenken. Also zwei Erdschicker drin, wir haben kaum Karten. Lass die Schmerzen sprechen. Melde mich zum Dienst. Okay, halt den Hammer. Oh Gott, ich hätte die wir töten können. Ich darf kein Shami spielen. Bei Shami verpasse ich das immer. Oh, verdammt. Aber beim Shami verpasse ich das immer, den Kill. Ich denke mir immer so, oh, Totem hier, da Attacke und da Attacke. Hat dann nur noch 11 Leben. Hier, 4 Schaden da rein gewonnen. Wenn ich jetzt verliere, habe ich es verdient. Wenn ich jetzt verliere, habe ich es eindeutig verdient, dass ich den Kill übersehen habe. Gut gespielt. Ich frage mich, ob... Okay, er hatte nichts gehabt. Gut gespielt. Da ist eine Veränderung von dem Standardkonzept. Viel mehr als die Champion-Ideen und das Gruppe-Konzept sind nicht mehr gemeinsam. Dota 2 ist genauso wie LOL ein sehr solides Spiel.
hat beides seine guten und schlechten Seiten. Für Einsteiger ist Läuber eindeutig freundlicher. Nicht die Leute, aber das Spiel selbst. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Zeit ist gekommen. Joa, 2-3 und ein Gabenschlag. Perfekt. So blöd durch das Delay, sag ich Sachen und dann schreit er die Sachen, bevor ich sie gesagt habe. Oh mein Gott, Light Justice. Der Isar. Also unser Kampfrausch war auch bisher noch nie da. Jetzt muss er nur noch einen Torn spielen, wenn ich ihn spielen kann. Melde mich zum Dienst. Boah, das habe ich schon überall mal erzählt, Sturm. Ich studiere Informatik. Und mache dann auch was in die Richtung. Mehr ist ja nicht dabei. Ich will wirklich mal überlegen, mal das Spiel auf Englisch zu stellen. Einfach nur, damit die Karten dann nicht so schrecklich sind. Dann habe ich 4 Mana, damit kann ich arbeiten. Eper? Und Kings drauf, oder was? Oh ja. Jetzt muss nur mal ein Spotter kommen, damit ich den schwarzen Ritter auspacken kann. Baby. So, jetzt muss nur noch mein Spott rauskommen. Ich möchte den schwarzen Ritter einsetzen. Effizient. Befolgt die Regeln. Oh, da auch so einer. Silbermond wird nicht fallen. Gewitter. Macht keinen großen Unterschied. Dann wartet lieber. Oder wie soll das? Ja, doch, ich warte noch eine Runde. Bringt mir Stahl! Schließt euch uns an, oder starrt. Funk. Hätte natürlich jetzt auch den hier reinschicken können, den hier reinschicken können, wäre vielleicht effektiver gewesen. Danke.
Mein Control-Tag? Nee. Gut, für 3 kommt kein fieser Zauber mehr durch. Bereit zum Ausritt! Ah, ich hätte auch so gerne einen Beta-Kick hier oder Storm. Komm, Spellpower wäre halt schön. Na, gucken wir mal. Na, passt. Kann ich gerne machen, Beast Boy, beim nächsten Pick mal alles genauer erklären. Ich denke schon, nicht 0-0. Ich habe schon mehr als 100 Stunden Hearthstone aufgenommen. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Okay, es sind 5 Schaden und 3 Schaden. Heiltotem. Ja, was mache ich jetzt? Natürlich spielen sie nie einen Torn, wenn ich ihn auf der Hand habe. Und wenn ich ihn nicht auf der Hand habe, dann kommen sie hier mit dem das Dingo und der Gottesschildtante. Hex wäre einfach schön gewesen, ne? Knappe, hier zur Seite! Das war's. Bereit, mein Herr. Ein Hex wäre richtig schön. Das hätte ein Pegel sein können, oder... Ich frage Maligos. Hätten wir jetzt in beiden Momenten noch nichts gebracht, also ist egal, was wir genommen hätten. Yay! Melde mich zum Dienst. Niemand kommt an mir vorbei. Wenn ihr darauf besteht. Gut gespielt. Juhu, er hat lange noch gewartet darauf. Okay, hast du 7 Schaden in der Hand als Pala. Das heißt SDK, SDM, SDK und Hammer. Diesem Herzen sprechen, wenn ihr darauf besteht. Oh Mann. Gerecht. Und Game Over. Ich hätte dringend einen Hex gebraucht. Wirklich dringend. Okay. Also wir haben 4 Schaden. Und hier 5 Schaden. Dann können wir hier hinschicken. Einzige Hoffnung ist, dass wir jetzt einen Hex ziehen. Oder er keine Weihe oder sowas hat.
erzittert vor der Macht stürmen. Oder sowas hat. Melde mich zum Dienst. Hey, noch ein Erdschuss. GG. Sollte nicht kommen, meine guten Karten. Was glotzt du so? Oh, zwei Hexen sind da noch drin. Ah.